Beim Spiel der Lesgriffons gegen den HVSAN ist halt zunächst einmal den meistspielenden Griffons am Puck. Es steht logischerweise 0 zu 0 und im Tor der Lesgriffons fing Timothy Ugenet an. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Immer noch Schuss. Nachschuss und Tor. 1 zu 0 durch Uris Glazarenovs. Keine Chance für Timothy Ugenet, da irgendetwas zu machen. Herrlich herausgespielt, kann man da sagen. Jetzt wieder eine schöne Aktion. Der HVSAN ist dann noch am Puck. Pass. Neuerliche Kontermöglichkeit. Aber es bringt nichts ein. Der Spielstand nach der ersten Halbzeit lautete 0 zu 1 aus Sicht der Griffons. Und das auf jeden Fall verdient. Dann die zweite Halbzeit. Pass. Schöne Aktion. Pass. Kommen da nicht durch und sehr gut aufgepasst von der Abwehr der Les Griffons. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Nachschuss. Und dieses Mal konnte sich Timothy Ugenet erneut auszeichnen. Jetzt wieder. Weiterer Treffer durch Uwis Lazarenov, der an diesem Spiel zum zweiten Mal erfolgreich war und den Puck zum 0 zu 3 unterbrachte. Jetzt wieder. Schöner Versuch. Kontermöglichkeit wird hier nicht attackiert. Zieht ab! Und scheitert zunächst an Timothy Ugenet, dem Torhüter der Las Griffos. Herrliche Parade, kann man da nur sagen. Jetzt wieder neue Kontermöglichkeit. Der HC EVHS Sanistal ist nach wie vor am Puck. Schöne Kontermöglichkeit, wird nicht attackiert. Schuss! Ta! 0 zu 4. In dieser Begegnung weitere Male war Aralys Laugelis am Tor, der auch den fünften Treffer erzielte. Das Spiel endete nämlich mit 0 zu 5 und Sven Sokolis feiert.